durch all diese Skandale habe ich gedacht, wir müssen wieder ein bisschen anknüpfen an die Tradition, und das Schwein ist eigentlich was Tolles. Und in dieser Erzeugergemeinschaft habe ich eben auch das ganz genau gefunden, was ich mir vorgestellt habe. Und dann bin ich halt auf die Leute zu und gesagt, ich probiere das wieder mit diesem Schweinefleisch. Und mittlerweile läuft es in meinem Restaurant sehr gut. Es ist wieder salonfähig, das schwäbisch-hellische Schwein. Eine Rasse, die beinahe ausgestorben war. Gourmets rühmen das besondere Fleisch. Ökobauern schätzen seine Robustheit. Den Mohrenköpfle, wie man sie liebevoll in Hohenlohe nennt, hat die ganze Region eine neue Art der Landwirtschaft zu verdanken. Vielleicht ein Zukunftsmodell für Europa. Schweinen singe, es knüpfen kraft Gedanken sich auf dann geringere Dinge. Ich ess so gern den Wilsingkohl und auch das Sauerkraut. Am liebsten aber esse ich die Sau mitsamt der Haut. Am liebsten aber esse ich die Sau mitsamt der Haut. Ein Lied, ein Fest, ein Bier und ein Cocktail. Alles für das schwäbisch-hellische Schwein. Welch andere Sau könnte da mithalten? Und dabei galt die alte Landrasse bereits als ausgestorben. Ihre Rettung und ihr Aufstieg zum Markenartikel ist ein modernes Märchen, das einem Mann zu verdanken ist, Rudolf Bühler. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich in der Gesellschaft einbringt, ne? Dass man was tut, so wie es ja auch der Kennedy mal gesagt hat, frag dich, was kannst du tun für deine Gesellschaft, nicht umgekehrt. Wollte ich auch was tun hier und dafür sorgen, dass eben bäuerliche Tradition, Kultur, aber eben auch regionale Strukturen nicht weiter erodieren, sondern wieder aufgebaut werden. Und es war einfach naheliegend hier, der Gedanke, bedrohte Haustierrassen, dass die bedroht sind und dass es wichtig ist, die zu erhalten. Dieser Gedanke war noch nicht populär. Es war zwar populär, dass man in Afrika Tiger und Elefanten schützt und wieder hochpäppelt, also durch den Chimek, aber es war direkt vor der Haustür, das hat man ignoriert. Das war eigentlich eine Aufgabe wie auf mich zugeschnitten. Ich habe es jedenfalls angenommen als meine Aufgabe, mich dafür einzusetzen. Ein Einsatz, der sich gelohnt hat. Als Rudolf Bühler Anfang der 80er Jahre vom Entwicklungshilfedienst zurückkam, fand er auf dem elterlichen Hof nur noch eine einzige reinrassige schwäbisch-hellische Muttersau vor. 6 Sauen aus dem Nachbardorf und 2 Eber waren damals die Basis für die Rettung der alten Landrasse. Zuerst belächelt, fand er nach und nach immer mehr Mitstreiter und gründete 1986 einen eigenen Zuchtverband. Heute gibt es wieder genügend der schwarz-weißen Borstentiere, die den Namen der Stadt Schwäbisch Hall, wie schon vor 100 Jahren, in alle Welt tragen.